Gerade in der kalten Jahreszeit braucht das Volk die Nähe und Wärme seines geliebten Kaisers. Deshalb schalten wir in die Residenz seiner Majestät. Herr Dank, das war eine wirklich wunderschöne Sendung. Die sollten wir uns wieder anschauen, sagen wir in circa einem Jahr. Ich werde mein Menschenmöglichstes tun, Majestät. Ausgezeichnet. Sagen Sie, haben wir was in der Post? Sehr wohl, Majestät. Heinz Fassmann hat geschrieben. Ah, das ist unser neuer Bierlieferant, oder? Majestät, es handelt sich um Österreichs Unterrichtsminister. Ja, aber wieso liefert der Bier an die Schulen, Seifelstein? Kein Wunder, dass das so zugeht. Nun, Majestät, er schreibt. Ich fand das letzte Jahr sehr herausfordernd und wünsche mir eine Gehaltserhöhung. Aha. Was verdient man so? Als Minister verdient man in Österreich 17.861,90 € brutto, Majestät. Na sehr, was wird denn nach der Körpergröße bezahlt, Seifelstein? Majestät, alle Minister bekommen gleich viel. Egal, wie groß sie sind? Gottes Willen. Also, wissen Sie was, ist ja ein Blödsinn, Seifelstein. Wissen Sie was, machen Sie ein Edikt. Jeder Minister darf nur mehr so viel verdienen wie ein Krankenpfleger oder eine Krankenpflegerin. Und wenn Sie der Meinung sind, das ist nicht genug, dann können wir ja das Fenster aufmachen und rausposchen. Ne? Das ist brillant, Majestät. Trump hat geschrieben. Gottes Willen, der twittert doch nur, oder nicht? Nicht Donald, sondern seine Gattin Melania Trump, Majestät. Sie wittert Betrug und fordert eine Neuauszählung. Ja, aber was soll denn das bringen, Seifelstein? Der Joe Biden ist ja schon längst Präsident-elect. Majestät, sie meint aber nicht die Neuauszählung der Stimmen der Präsidentschaftswahl, sondern die Anzahl der Affären ihres Mannes. So. Damit die Scheidung schneller über die Bühne geht. Ja. Das kann dauern, Seifenstein, bis das fertig ist. Ja, und wie sollen wir ihr da jetzt helfen? Majestät, sie schreibt, dass sie eine Trennung von ihrem Gatten erwägt und fragt, ob es in Österreich vielleicht einen Mann für sie gäbe, der ihrem Anforderungsprofil entsprechen könnte. Ja, da bräuchte man halt einen Mann aus dem Baugewerbe, älterer Herr mit einem Geld, ne? Ja, wissen Sie was, da gibt es nur eine Lösung für Sie, nämlich den hier, Hofbildstelle. Ja. Das ist brillant, Majestät. Ja, sie wird auch nicht viel Unterschied merken, Seifenstein. Der redet auch nicht besonders gut Englisch. Verstehe. Ist der überhaupt da, Seifenstein? Sehr wohl, Majestät. Aber man kann ihn getrost draußen lassen. Er ist schon hart. Hofbildstelle. Ja, wir brauchen ihn nicht, Seifenstein. Also weiter. Warum ist das in der Postmappe? Pardon. Eure Majestät, mit derartigen Bagatellen beschäftige ich Eure Majestät gewöhnlich nicht. Was ist das für ein Brief? Nur die gefühlt 483. Behauptung, Majestät wären der Vater von irgendjemandem. Das bearbeitet ja normalerweise die Poststelle, Seifenstein. Aber wissen Sie was? Lesen Sie es vor, vielleicht ist es ja originell. Wenn Majestät wünsche, Heinilein, ich gratuliere, du bist Papa geworden. Also uns hat noch nie jemand Heinilein, also... Schon lang nicht mehr. Weiter, Seifenstein? Vor 25 Jahren habe ich unsere Tochter zur Welt gebracht und mich genau so lange um sie gekümmert. Jetzt bist du dran. Ich schicke sie dir umgehend an den Hof. Alles Gute, deine Hannilein. Wir haben noch nie jemanden Hannilein genannt. Du schaust jetzt noch nie, also bist... Also damals... Herrns, das ist... Weiter, Seifenstein? Keine Sorge, Majestät. Wenn noch was nachkommt, dann übergebe ich die Sache unserem Hofadvokaten. Ja, ja, machen Sie das, Seifenstein, machen Sie das. Das war die Post. Na, zum Glück, Seifenstein, zum Glück. Ehe ich den nächsten Gast hereinbitte, wollte ich Eure Majestät über den Baufortschritt der neuen Hofkanzlei informieren. Ah, sind wir schon soweit? Sehr wohl, Majestät. Hofbildstelle, bitte. Wir haben hier die Möglichkeit, Gäste und Experten zu empfangen, die Majestät über das aktuelle Geschehen informieren wollen. Aha. Und hier ein Multimedia-Screen, mit dem Majestät jede beliebige Information in Echtzeit abrufen können. Unser sogenanntes Fenster zur Welt. Ausgezeichnet, Seifenstein. Wenn Majestät angestrengt sind, können Majestät zwischen drei verschiedenen Wohlfühlprogrammen zwischendurch wählen. Aha, zum Beispiel? Da hätten wir zum Beispiel einen Spaziergang in einem romantischen Wald. Ja, noch was? Den Flug des Kaiseradlers über die österreichischen Alpen. Ja,
Ja, sehr imposant. Ja, oder, was noch? Oder, falls Majestät den Drang nach Bewegung verspüren, ein eigenes Sportprogramm. Ja, sehr gut. Na, da freuen wir uns schon. Ne? Wann starten wir denn, Seifenstein? Majestät, unsere erste Sitzung in der neuen Hofkanzlei wird am 13. Jänner sein. Ausgezeichnet. Seifenstein, was ist mit der Post? Jawohl, Majestät. Hm? Sie, ich weiß jetzt, das ist jetzt kein Wettbewerb, Seifenstein, aber wie schauen denn zum Beispiel unsere Corona-Zahlen im Vergleich zu Deutschland aus? Na, wie stehen wir denn da? Nun, Majestät, die Zahlen wechseln natürlich täglich, aber man kann schon sagen, dass die Deutschen wesentlich umsichtiger im Umgang mit der Krise sind. So haben sie zum Beispiel viel früher einen Lockdown eingeleitet als wir. Ja, die haben halt eine Naturwissenschaftlerin als Bundeskanzlerin, ne? Wir haben halt nur einen, wir haben einen... Einen Basti, Majestät? Ja, wir haben einen Basti. Wissen Sie was, Seifenstein? Wir wollen mit einem Experten über dieses Corona reden. Zum Befehl, Majestät. Wünschen Majestät einen Arzt, einen Epidemiologen, einen Virologen. Nein. Wir wollen einen Gesundheitspolitiker, Seifenstein. Zum Befehl, Majestät. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Desinfizieren, ja? Husch. Hacker. Ja. Er ist also ein Gesundheitsexperte, kann man das so sagen, oder stimmt das nicht? Politiker. Ein Politiker. Politiker sind ja keine Experten. Ja, das ist meistens so. Ja. Aber sie vertreten ja auch die meisten, die nicht Experten sind. Was ist er da genau in der Stadtregierung, Seifenstein? Nun, Majestät, Herr Hacker bekleidete schon viele Funktionen in Wien. Bis 2003 fungierte er als Drogenkoordinator der Stadt. Er war an der Schaffung des von Gary Kessler initiierten Liveball beteiligt. 2015 wurde er zum Koordinator für Flüchtlingswesen bestellt. 2018 folgte er Frau Frauenberger als Gesundheits- und Sozialstadtrat. Von Andreas Meinert-Bocorni übernahm er außerdem die Sportagenten. Wahnsinn! So viele Agenten, das ist ja Wunderwutze, der Hacker. Der muss ja eine Menge Ausbildungen gemacht haben, mehrere Hochschulstudien absolviert haben, nicht? Herr Hacker hat die Matura, Majestät. Die Matura? Ja. Das ist aber peinlich, andere Leute sind mit so einer Ausbildung Bundeskanzler, Hacker. Stimmt, ja. Und die haben auch in Cambridge studiert, habe ich gehört. Sagen Sie mal, was wir nie verstanden haben, was ist der Unterschied zwischen einem amtsführenden und einem nicht amtsführenden Stadtrat? Wo ist der Unterschied? Und der Amtsführende hat viel Arbeit. Und der andere? Trifft sich gelegentlich alle 6 Wochen bei einer Regierungssitzung. Hebt die Hand oder lässt sie fallen und das war's dann. Und nimmt anderen am Parkplatz weg und ein Geld. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ne? Aber das nennt man dann Kontrollfunktion, also so gesehen. Und was kontrollieren die? Die kontrollieren, ob eh alle da sind? Ob eh alle da sind und ob die Akten ordentlich vorgelegt worden sind in der Stadtregierung. Ah. Ja. Sagen Sie, wann ist es endlich jetzt aus mit dem Corona? Warum reicht es Ihnen nicht langsam? Mir reicht es total. Ja, aber dann machen Sie doch was, dass das endlich vorbei ist. Ja, wenn das so schön einfach wäre. Naja, deswegen haben wir ja hochbezahlte Experten. Ne? Das stimmt, ja, aber die können den Virus nicht wegzaubern. Das ist das Problem. Wann kommt die Impfung? Naja, wir sind eigentlich mitten dabei in der Beginn der Impfung und beginnen jetzt auszurollen im Jänner. Spritzen sind genug da? Spritzen sind definitiv genug. Haben Sie die vom Kordelsplatz eingesammelt? Wir sind noch Drogenkoordinator. Nein, die haben wir schon vernichtet. Die sind vernichtet. Ja. Ne? Das ist eine interessante Karriere vom Drogenkoordinator. Nicht? Haben wir vielleicht ein Bild aus der Zeit, Seifenstein? Sehr wohl, Majestät, Hofeldstelle, bitte. Das war zu befürchten. Ja? Das war zur Prävention, Hacker. Wir verstehen das gut. Ne? Ja. Weil da haben die Burschen und Mädels, die ein LSD geschnitten haben, gesagt, bist du, ich bin auf einem Horror-Trip, ich greif das Klumpert nie wieder an, ich sehe arge Farben, Alter. Ja. Ja. Sagen Sie, hat sich nie jemand Gedanken gemacht um den Zuhälter, den Sie da schlagen haben, um diese Brillen zu bekommen? Nein. Nicht? Das war damals wirklich modisch.
Na, das war nie Mode. Hacker, das war nie Mode. Das können Sie uns nicht einreden, dass das Mode war. Ja, man glaubt es kaum, ja. Nein, man glaubt es überhaupt nicht. Nicht kaum, sondern überhaupt nicht. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist Jahrzehnte her. Ja, und das ist doch gut so. Es geht fast als Jugendsünde rein, oder? Ja, wie alt eigentlich war er da? Ja, da war er so 29, schätze ich. 29? Mhm. Was wir gehört haben, er war mal in der Kritik, dass er so ein teures Auto fährt, ja, so ein großes. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Na, er hat sich selber gekauft. Er hat sich selber gekauft? Ja, das verstehen manche nicht, aber er hat sich selber gekauft. Oh ja, der Seifenstein versteht das gut, er kauft sich es auch immer selber. Mein, um unser Geld. Ja. Natürlich muss man sagen, ein großer Mann wie Sie braucht natürlich auch ein großes Auto, nicht? Und es muss natürlich auch Vierrad getrieben sein, weil stellen Sie sich vor, diese unglaubliche Steigung beim Gürtel, ne? Und dann erst, wenn das vereist ist, vor dem Rathausplatz, bitte, da ist ja, also das ist ja, ne, fast wie der Streif, Mausefalle ist er. Aber es hat vier Räder, das ist ein Glück. Ja, das ist bei den meisten Autos. Seifenstein, gibt es vielleicht ein paar Schlagzeilen, die ein bisschen was erzählen über den Hacker? Nun, Majestät, rund um die Corona-Politik konnte man schon annehmen, dass Herr Hacker und die Regierung nicht immer einer Meinung waren. Da hätten wir zum Beispiel Hofbildstelle. Ach so, wir haben die installiert, diese Corona-App. Wirklich? Ja, wieso hat er sie nicht installiert? Na, weil sie nicht funktioniert. Wieso funktioniert die nicht? Das weiß ich nicht. Bei uns funktioniert sie hervorragend. Wirklich? Ja. Toll. Hm? Und wie viele Menschen hat sie schon bekannt gegeben? Gar keinen. Ach so, das ist aber dann ein Glück. Ja. Ja, ich bin ja gegurgelt und getestet. Ja, wir auch. Aber das in kann den letzten 14 Tagen 10-mal. Ja, ich auch, pausenlos. 10-mal. Ich kann schon kein Salzwasser mehr hören. Aber solange der Hals nicht wund wird. Nein, immer in der Nase und bei mir ist ein Platz. Ah, okay, ja. Da könnte man LKW drinnen wenden. Kein Problem. Macht den Test nicht besser. Nein, es ist, wird nicht unser neues Hobby, aber so schlimm ist es auch wieder nicht. Das stimmt, ja. Wie könnte man die Leute dazu bringen, dass sie sich testen lassen? Motivieren. Wie? Vorbild. Vorbild? Vorbild. Ich bin und nicht bedrohen. Wir dürfen die Menschen nicht bedrohen. Es geht noch immer um ein freies Land und freie Menschen in einem freien Land. Und Drohbilder sind immer schlecht. Das ist ja immer so. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Sie werden sicher eine Pressekonferenz machen. 100%. Zuerst werden sie eine machen zur Ankündigung der Pressekonferenz. Ja, sicher, sonst weiß ja keiner, dass eine Pressekonferenz ist. So ist es ja, genau. Sie müssen sich schon ein bisschen an der Bundesregierung orientieren. Ja. Ja? Yes. Ja. Da hat ja diese Pressekonferenz mit dem Babyelefanten war ja da, oder, Seifenstein? Sehr wohl, Majestät, der Kanzler und Vizekanzler tun eine Menge im Hinblick auf die Corona-Politik. So haben sie sich zum Beispiel vor Weihnachten noch fotografieren lassen, Hofbildstelle. Ja, da mit dem Babyelefanten, das ist lieb. Ne? Schön, ja. Offensichtlich glauben sie noch an den Babyelefanten. Interessant ist aber Folgendes, Hofbildstelle, bitte. Auf diesem Bild passen zwischen Herrn Kurz und den Babyelefanten nicht einmal der Babyelefant. Naja, vielleicht muss der Babyelefanten erst einen Babyelefanten bekommen. Wissen Sie? Verstehe. Ja, denke, das war ein bisschen nach Seifenstein. Ja. Also, glauben Sie, dass die Regierung die Krise bewältigen wird demnächst? Sie wird die Ankündigung dafür sicher schon vorbereitet haben. Na, das reicht in Österreich manchmal. Das reicht manchmal, ja. Mir nicht. So, eine sehr, sehr wichtige Frage, die ich Ihnen als SPÖ-Politiker natürlich stellen muss. Wann tritt die SPÖ wieder bundesweit an? Bundesweit antreten, nur, aber unsere Zeit ist immer nach dem Kaiser eigentlich. Nein. Wann wird die SPÖ wieder sich in der Bundespolitik engagieren? Ich denke, wir sind ganz gut engagiert. Ja. Wo? Na, ganz Österreich. Mit sehr starker Opposition im Parlament und in Wien. Und eine sehr starke Opposition im Burgenland. Dann sehr starke Opposition. Kärnten, sehr klare Politik. Nein, ich meine jetzt SPÖ-interne Opposition. Ja, nein, das ist... Burgenland hat halt irgendwie immer ein anderes Klima und dann ist noch manchmal die Stimmung... Ja, das ist richtig. Burgenland ist ein anderes Klima. Das ist richtig. Ja, Hacker, es hat uns sehr gefreut. Wir haben jetzt tiefe Einblicke bekommen, tiefer als es uns lieb war. Ja. Er darf sich zurückziehen, aber er muss auch einmal ein bisschen brav sein. Ja, er bemüht sich es sehr. Richtig. Applaus
Jahre, Schatzelein. Sei verstanden? Es war nicht das erste Mal, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, aber jetzt wissen wir echt nicht, wofür war denn das jetzt? Nun, Majestät, der kaiserliche Leibarzt fragt an, wann Eure Majestät Zeit für den Test hätten. Was ist ein Corona-Test? Wir haben ja erst einen gemacht, Seifenstein. Vaterschaftstest, Majestät. Was ist los mit Ihnen, Seifenstein? Ist 1. April oder was? Majestät, ich halte es wohl für das Beste, den kaiserlichen Geheimdienst einzuschalten. Ja, machen Sie das. Observation Priorität 1. Storch versus Kuckuck. Eid. Arretierung eventuell. Ende. Erledigt, Majestät. Seifenstein? Majestät? Jetzt wollen wir aber wirklich einmal was fernsehen. Nicht? Aber was Traditionelles, nichts Ausgeflipptes. Ja? Machen wir was Neues, zeigen wir was Traditionelles. Haben Sie einen Vorschlag? Majestät, wie wäre es mit einer Episode von Ein echter Wiener geht nicht unter? Ja, aber die Silvesterfolge. Ausgerechnet, Majestät. Natürlich. Wenn Majestät darauf bestehen. Und danach eventuell ein kleines Dinner? Ja, aber nur für einen. Zu Befehl, Majestät. Majestät, es ist wahr. Kein Zweifel, Seifenstein? Kein Zweifel, Majestät. Ihr müsst sie empfangen. Das wissen wir ja eh, aber nicht hier. Ganz dezent in der Hofkanzlei? Ja, in der Hofkanzlei. Machen Sie einen Termin. Zu Befehl, Majestät. Hallo, freut mich, dich kennenzulernen.